Also wenn man diesen Salatschleuderversuch gemacht hat, will man die Daten nach Excel exportieren, auf die drei Punkte klicken und dann auf Daten exportieren klicken. Und ich würde jetzt Excel-Format nehmen und auf OK und dann per Mail oder irgendwie auf den PC schicken, dort öffnen. Ich habe hier Libre, aber in Excel ist es genauso. Also das ist Omega und das ist die Beschleunigung A und diese beiden Spalten, die werden jetzt markiert. Und dann klicke ich auf hier. Auf Diagramme und zwar, ich möchte ein XY-Streudiagramm und fertigstellen. Das schaut schon mal ganz nett aus. Was mich jetzt interessiert, ist so eine Linie, so eine Trendkurve. Und da muss ich mit der rechten Maustaste, muss ich da draufklicken auf diese Daten. Ja, und dann sind die so markiert und dann kann ich hier auf Trendlinie, so heißt es, einfügen klicken. So, und die Trendlinie, dann nehme ich jetzt polynomisch vom Grad 2 ist eine Parabel. Also ich vermute, es ist eine Parabel und schaue, also vermutlich nicht linear oder sonst was. Und dann auf OK, schaue, ob es geht. Wenn ich auf Gleichung anzeigen gehe, dann sehe ich auch die Gleichung und so schaut es aus. Und ich sehe jetzt, dass die Parabel sehr gut passt. Also meine Vermutung, dass das hier so ein parabelmäßiger Zusammenhang ist, der wird bestätigt und da oben habe ich dann sogar die Funktion.